Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu einem Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Wir haben jetzt den ersten Block quasi schon hinter uns und aufgrund der Erfahrungen, jetzt insbesondere in den ersten Übungen, habe ich mir vorgenommen, so eine Reihe Themen der Woche zu machen oder das Thema der Woche. Und das Thema in dieser Woche, das sind offensichtlich tatsächlich die Koordinatensysteme. Da gab es doch einige Probleme zu in den Übungsgruppen und deswegen hier nochmal eine kompakte Wiederholung. Hinweis, das ist keine Mathematikvorlesung. Sie haben das alles in Mathematik schon gehabt. Das heißt, wenn Sie es sauber, ordentlich, mathematisch, ganz hundertprozentig korrekt nochmal sich anschauen wollen, dann schauen Sie bitte in Ihre Mathematik-Unterlagen oder in ein entsprechendes Buch. Gut, also hier in Theoretische Elektrotechnik werden wir im Wesentlichen drei Koordinatensysteme verwenden. Und diese Koordinatensysteme werden praktisch immer im dreidimensionalen Raum angesiedelt sein. Das bekannteste Koordinatensystem, das sind mit Sicherheit die kartesischen Koordinaten. Und das ist gleichzeitig auch das Koordinatensystem, in dem Sie alle am wenigsten Probleme haben. Trotzdem ganz kurz nochmal, kartesisches Koordinatensystem im dreidimensionalen Raum. Wir zeichnen drei orthogonale Achsen, ein Rechtssystem, nennen diese Achsen x, y und z und betrachten einen Punkt in diesem Koordinatensystem. Das heißt, wir haben hier den Ursprung 0, irgendwo hätten wir einen Punkt P und wir können natürlich den Vektor betrachten, der den Ursprung mit diesem Punkt P verbindet. Dieser Vektor ist auch der Ortsvektor R. Und diesen Ortsvektor können wir im kartesischen Koordinaten durch seine Koordinaten eben auch angeben. Ich zeichne hier mal Hilfslinien ein und dann wäre dieser Abschnitt, der entlang der x-Achse geht, den würden wir jetzt der Einfachheit halber auch x nennen. Der Beitrag entlang der y-Achse, den würden wir entsprechend y nennen und den Beitrag parallel zur z-Achse würden wir entsprechend z nennen. Mit anderen Worten, um vom Ursprung zum Punkt P zu gelangen, würden wir halt einmal entlang der Achse x das Stück x gehen, dann würden wir entlang der Achse y das Stück y gehen, und dann entlang der Achse Z das Stück Z gehen. Entsprechend können wir hier den Ortsvektor auch sofort angeben. R wäre also X mal EX plus Y mal EY plus Z mal EZ. Ja, und die Einheitsvektoren, die hier auftauchen, das sind eben Vektoren der Länge 1, deswegen Einheitsvektoren in Richtung der Koordinaten. Das heißt, wir hätten hier einen Vektor ex, einen Vektor ey und einen Vektor, ups, das ist verkehrt gezeichnet, und einen Vektor EZ. So sieht die Situation aus in kartesischen Koordinaten. Und was Sie ganz selbstverständlich schon immer verwendet haben,
ist eben die Eigenschaft, dass die Einheitsvektoren also hier die Vektoren ex, ey und ez konstante Vektoren sind. Konstante Vektoren heißt hier, wir haben immer die gleichen Einheitsvektoren, egal welchen Punkt p im Raum wir betrachten. Das heißt auch, egal welchen Ortsvektor wir gerade betrachten. Die Einheitsvektoren sind unabhängig vom Punkt im Raum, sind unabhängig vom Ortsvektor. Wie wir gleich sehen werden, ist das nicht selbstverständlich. Das nächste Koordinatensystem, das ich dem hier entgegenstellen will, das sind die zylindrischen Koordinaten. Oder ich schreibe einfach mal Zylinderkoordinaten. Wir auch wieder ein Koordinatensystem und ich schreibe auch mal wieder die Achsen dran, x, y, z. Das brauchen wir gleich sowieso, wenn wir ineinander überrechnen. Und wir betrachten den gleichen Punkt p, das heißt den gleichen Ortsvektor. Ich lasse das p jetzt mal weg. Und die Darstellung ist jetzt eben nicht in Koordinaten x, y, z, sondern den gleichen Punkt können wir auch anders erreichen, nämlich wir können ihn auch so erreichen, dass wir hier einen Winkel phi betrachten, dann diese Länge dieser Projektion auf die xy-Achse, das nennen wir Rho, und die Entfernung des Punktes zur xy-Ebene, das ist wie bisher unser z. Und dementsprechend könnte man jetzt hier auch Einheitsvektoren einzeichnen. Ich mache die jetzt mal nicht im Ursprung, dass wir nicht zu sehr durcheinander kommen. Das e rho würde ich mal hier einzeichnen. Einheitsvektor in Richtung von Rho. Einheitsvektor in Richtung von Phi zeichne ich mal hier an. Das ist also jetzt ein Vektor in der xy-Ebene und zeigt in die Richtung, in der die Phi-Veränderung geht. Und zeige mal das den dritten Mal hier oben an. Einheitsvektor in Z-Richtung würde jetzt eben wäre der gleiche Vektor wie eben auch bei den kartesischen Koordinaten. Gut, ja, und wie kann ich jetzt den Punkt R hier eben auch erreichen? Ich könnte zunächst Rho-Schritte in Richtung von E-Rho machen und dann Z-Schritte in Richtung von EZ. Phi taucht hier nicht auf. Warum? Weil der Winkel Phi letztendlich in dem E-Rho drin steckt. Das heißt, das E-Rho ist ein anderes E-Rho, je nachdem, wie das Phi liegt. Das heißt, wir bekommen hier für den R einfach die Darstellung, das ist Rho in Richtung E-Rho plus Z in Richtung EZ. Und wenn wir die Einheitsvektoren betrachten, dann haben wir hier eben zwei Einheitsvektoren, nämlich E-Rho und E-Phi, die nicht unabhängig sind davon, welchen Ortsvektor ich betrachte. Das heißt, das sind Funktionen von R. Und nur das EZ, das wäre wieder ein konstanter Einheitsvektor. Ja, das dritte Koordinatensystem,
das wir gerne benutzen. Das sind die Kugelkoordinaten. Machen wir wieder eine kleine Zeichnung. Das sind wieder die alten Achsen X, Y und Z. Wir haben wieder den gleichen Ortsvektor R. Zeichnen wir auch die Projektion wieder ein, damit das deutlich wird. Und ja, jetzt wählen wir nochmal andere Koordinaten. Und zwar wählen wir als erste Koordinate R gerade die Länge des Ortsvektors. Das heißt, wir würden R Schritte in Richtung R gehen. Damit ist auch schon klar, wie hier der Einheitsvektor liegen würde. Ich schreibe das R noch mal ein klein bisschen an eine andere Stelle, damit ich Platz habe für das ER. Das wäre also der Vektor R. Und das ER wäre jetzt der Vektor in Richtung von R. Das ist die erste Koordinate. Die zweite Koordinate, dort nehmen wir, wieder ein bisschen Platz schaffen. Schreiben wir auch hier dran. Diesen Winkel hier, den nennen wir Theta. Das ist also der Winkel von der positiven Z-Achse auf den Ortsvektor, den nennen wir Theta. Und der dritte Winkel, der übrig bleibt, das ist wieder der Winkel Phi. Das ist wieder der Winkel von der X-Achse zur Projektion des Ortsvektors auf die XY-Ebene. Zeigen wir die Einheitsvektoren noch an. Das E Phi wäre jetzt also dieser Vektor. Und das E Theta kann man mal hier anzeichnen. Das wäre also dieser Vektor. Ja, und was wir jetzt sehen, ist, dass offensichtlich alle Einheitsvektoren sich verändern, je nachdem, wo eben der Punkt P ist. Das heißt, für unterschiedliche Ortsvektoren hätte ich auch unterschiedliche Einheitsvektoren. Sprich, wir können jetzt das Ganze wie vorher auch nochmal hinschreiben. Der Ortsvektor stellt sich jetzt besonders einfach dar. Ich brauche ja einfach nur, um den Punkt P zu erreichen, R-Schritte in Richtung ER zu gehen. Das heißt, das ist einfach R mal ER. Und die Einheitsvektoren das sind also ER, E Phi und E Theta. Und die sind alle eine Funktion des Ortes. So, jetzt könnten wir alles Weitere natürlich für die drei Koordinatensysteme parallel durchführen. Das wird aber ein bisschen unübersichtlich. Deshalb wähle ich jetzt nur eines der Koordinatensysteme als Beispiel, und zwar die Kugelkoordinaten. Machen wir uns noch mal eine kleine Skizze dazu. Hatten wir zwar eben schon, aber ist ja jetzt nicht mehr sichtbar. Also X, Y und Z. Wir haben den Ursprung. Wir haben einen Punkt P. Vom Ursprung zum Punkt P haben wir den Ortsvektor R. Und der hat die Länge R. Ja, und um das Bild zu vervollständigen, male ich auch wieder die Projektion ein. Hier ist der Winkel Phi, den wir gerade eingeführt haben. Hier ist natürlich jetzt ein rechter Winkel. Der Winkel Theta ist halt dieser Winkel. Die anderen Koordinaten könnten wir jetzt auch nochmal dran schreiben. Machen wir das mal in einer anderen Farbe. Also natürlich wäre das hier die Z,
Koordinate. Das hier wäre die Y-Koordinate und das hier wäre die X-Koordinate. Ja, halten wir auch nochmal fest, wie wir die Winkel zählen wollen. Wir werden also hier, wie das auch üblich ist, Phi im Bereich von 0 bis 2Pi führen. 2Pi ausgeschlossen, weil 2Pi ist ja dann wieder das gleiche wie 0. Und diesen Winkel nennen wir den Azimutwinkel. Und dann haben wir die Koordinate R. Die ist im Bereich von 0 bis unendlich. Und ja, das könnte man zum Beispiel einfach den Radius nennen. Und Theta geht jetzt nicht von 0 bis 2 Pi, weil wir sonst nicht mehr eindeutig sind. Dadurch, dass wir mit Phi einmal komplett rumgehen, brauchen wir mit Theta tatsächlich nur den Bereich von 0 bis Pi abzudecken. Und das ist der Polarwinkel. Ja, und zwischen den Koordinaten können wir jetzt natürlich auch umrechnen. Und dafür schreibt man sich zum Beispiel einfach mal hin, wie sich denn die Koordinaten x, y und z aus den Koordinaten r, theta und phi ergeben. Das ist schnell gemacht. Man liest das geometrisch einfach ab. X wäre also ist bezüglich Phi ja die Ankathete, also kommt hier auf jeden Fall Cosinus Phi rein und die Länge der Hypotenuse, das ist hier offensichtlich R mal Sinus Theta, also hätten wir R mal Sinus Theta mal Cosinus Phi. Y entsprechend, das ist jetzt die Gegenkathete des Winkels, Phi, die Hypotenuse ist die gleiche, also ist das R mal Sinus Theta mal Sinus Phi und Z ist einfach die Ankathete in dem Dreieck mit dem Winkel Theta und der Hypotenuse R, also ist das einfach R mal Cosinus Theta. Ja, natürlich können wir das auch andersherum darstellen, also die Koordinaten R, Theta und Phi durch x, y, z ausdrücken. Klar ist dann, dass r gleich Wurzel aus x² plus y² plus z² ist. Das ist ja einfach die Länge des Ortsvektors. Theta bekommen wir natürlich daraus, dass wir sehen, dass Cosinus Theta ja gerade der Ankathete in diesem Dreieck hier entspricht. Das heißt, es gilt einfach Theta gleich Arcus Cosinus von Z und das aber natürlich dividiert durch die Länge der Hypotenuse, also Wurzel y Quadrat, x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat. Und ja, bei Phi, Phi können wir natürlich auch ausdrücken über die Gegenkathete und die Ankathete in dem entsprechenden Dreieck. Das heißt, es gilt Tangens Phi gleich y durch x. Ich schreibe es jetzt wirklich erstmal so, weil das ist eindeutig. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir das nach Phi auflösen, dann müssen wir die Vorzeichenlage von x und y betrachten, um in den richtigen Abschnitt vom Arcustangens zu kommen. Und das Einfachste ist, das einfach mal so zu schreiben, wie man es auch programmieren würde. Also Phi ist dann Atan 2 von y, x. Und hier ist einfach die Atan2-Funktion, wie sie auch in ja, praktisch allen Programmiersprachen definiert ist, verwendet. Kommen wir zur Transformation
von Differentialen. Und ja, da kommt die Jacobi-Matrix ins Spiel. Weil die nämlich ja letztendlich die lokalen Eigenschaften der Koordinatentransformation enthält. Wie ist die Jacobi-Matrix definiert? Typischerweise mit J abgekürzt. Und die Jacobi-Matrix ist letztendlich nichts anderes als D von XYZ nach D von R, Theta und Phi. In unserem Fall, wenn wir also die kartesischen Koordinaten und Koordinaten betrachten, oder wenn ich das ausschreiben würde, ist das einfach dx nach dr, dx nach dθ, dx nach dφ, dy nach dr, dy nach dθ, dy nach dφ und dann noch dz nach dr, dz nach dθ und dz nach dφ. Und ja, das kann man jetzt natürlich in unserem Fall ausrechnen. Hier oben haben wir ja x, y und z als Funktion von r, θ und φ stehen. Und ja, wenn man das ausrechnet, dann bekommt man ja einfach Sinus Theta, Cosinus Phi, R, Cosinus Theta, Sinus Phi, minus R, Sinus Theta, Sinus Phi. Nächste Zeile, Sinus Theta, Sinus Phi. R Cosinus Theta Sinus Phi. Kleiner Fehler, hier kann natürlich nicht zweimal Sinus stehen. Das dx nach d Theta, schauen wir nochmal. Wenn ich nach Theta ableite, kommt hier natürlich Cosinus hin. Das heißt, und hier hinten, ups, das war der Fehler. Und hier bleibt natürlich Cosinus Phi stehen, da habe ich Sinus Phi hingeschrieben. So. Und hier dann eben R Sinus Theta Cosinus Phi und die letzte Zeile. Cosinus Theta minus R Sinus Theta und 0. Wichtig ist die Funktionaldeterminante. Müssen wir jetzt auf die nächste Seite machen. Funktionaldeterminante ist einfach die Determinante von J. Und das rechnen wir jetzt nicht vor. Sie wissen, wie man eine Determinante ausrechnet. Das ist erstmal jetzt ein ziemlich langer Term. Da fällt aber sehr viel ineinander zusammen. Dann insbesondere wegen Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat gleich 1. Und was hier übrig bleibt, ist einfach R Quadrat mal Sinus Theta.
Das führt uns dann auch zur Umrechnung von Differentialen. Und ist eigentlich, wird relativ klar, wenn man sich das, wenn man sich das hinschreibt. Es gilt nämlich, dass dx, dy, dz, dieser Vektor, dass das nichts anderes ist als die Jacobi-Matrix mal dr, dθ, dφ. Also das ist natürlich jetzt hier für den Fall der Transformation zwischen kartesischen Koordinaten und Kugelkoordinaten. Zwischen anderen Koordinatensystemen müssen Sie die entsprechende Transferleistung erbringen und auch die entsprechende Jacobi-Matrix natürlich aufstellen. Und ja, wir können das natürlich auch nochmal ausschreiben, dann wird es vielleicht noch klarer. Das heißt nichts anderes als das dx gleich eben Sinus Theta Cosinus Phi dr plus r Cosinus Theta Cosinus Phi d Theta minus r Sinus Theta Sinus Phi d Phi ist. Entsprechend ist dy gleich Sinus Theta Sinus Phi dr plus r Cosinus Theta Sinus Phi d Theta plus r Sinus Theta Cosinus Phi d Phi. Und machen wir es noch komplett. dz ist gleich Cosinus Theta dr minus r mal Sinus Theta d Theta plus 0 mal d Phi. Ja, und wofür braucht man das? Damit können Sie dann beispielsweise das Volumenelement ausrechnen. Das Volumenelement, das heißt ja dv, und das wäre in kartesischen Koordinaten eben dx mal dy mal dz. Ja, dx, dy und dz sind hier gegeben und Ihre Aufgabe wäre jetzt, das auszurechnen. Da mache ich mal drei Punkte hin, weil das ist natürlich ein bisschen eine elendige Rechnerei. Oder man weiß, wie es ganz allgemein gebildet wird. Im Zweifelsfall schaut man meine Formelsammlung nach. Das ist nämlich nichts anderes als der Betrag der Funktionaldeterminante und dann eben einfach dr, dθ, d Phi. Das heißt, in diesem Fall kommt hier raus r Quadrat Sinus Theta dr d Theta d Phi. Das ist das Volumenelement. Man kann sich die Terme auch ein bisschen klar machen. Zumindest kann ich versuchen, das zu veranschaulichen. Und zwar, indem wir uns das nochmal einzeichnen. Wir hätten also wieder unseren Punkt im Raum. Und ich zeichne die Winkel auch wieder ein. Und letztendlich haben wir jetzt hier hinten ein Volumenelement. Ich deute das einfach nur mal an, weil ich das perspektivisch sowieso nicht vernünftig zeichnen kann. Das wäre ein Volumenelement und
Uns interessiert jetzt, wie ist hier die Koordinatenabhängigkeit? Und klar, in kartesischen Koordinaten, die ist die x, die y, die z, das würde man sofort selber auch so angeben. Um sich diese Formel hier in Kugelkoordinaten klarzumachen, ist es ganz sinnvoll, sich zwei Projektionen mal anzuschauen. Also einmal können wir uns natürlich anschauen, die Projektion auf die x- und y-Ebene. Das heißt, wir schauen jetzt sozusagen von der positiven z-Achse runter auf die x-y-Ebene. Und in dieser Ebene haben wir eben die Projektion. Und diese Projektion hat ja ganz offensichtlich die Länge r mal Sinus Theta. Und der Einheitsvektor, das ist ja dieser Vektor hier, d phi. Und beim Volumenelement müssen wir uns ja jetzt anschauen, wie groß ist der Beitrag, der eben in Richtung d phi entsteht. Und dieser Beitrag ist natürlich umso größer, je länger diese Projektion ist. Das heißt, das geht sofort, die Länge der Projektion geht sofort ein in das Volumenelement, und zwar in den Beitrag in Richtung d phi. Das heißt, von dem r Quadrat Sinus Theta kommt ein r und das Sinus Theta von der Koordinatenrichtung phi. Und das andere r, das können wir uns auch klar machen, wo das herkommt. Das andere r, dafür schauen wir uns jetzt mal eine andere Projektion an, nämlich die Projektion oder die Ebene, die aufgespannt wird durch die z-Achse und den Vektor r selber. Diese beiden spannen ja auch eine Ebene auf. Da hätten wir hier den Winkel Theta. Und der Einheitsvektor, das wäre jetzt hier das d-Theta in diese Richtung. Und die Größe des Volumenelementes ist jetzt natürlich abhängig vom Beitrag in dieser Richtung, und der ist umso größer, je länger der Vektor r ist, und zwar proportional zu der Länge r. Das heißt, das r Quadrat Sinus Theta, das kommt daher, r mal Sinus Theta kommt von der Proportionalität der Phi-Änderung zu r mal Sinus Theta, und die Veränderung in Theta-Richtung ist eben proportional zu r, sodass wir insgesamt r mal Sinus Theta bekommen, und das ist gerade r Quadrat Sinus Theta. Ist also auch anschaulich. Gut, das ist das Volumenelement. Häufig möchte man auch das Oberflächenelement haben. Und das kann ich aus dem Volumenelement letztendlich direkt ableiten, indem ich einfach sage, okay, das ist dv nach dr. Jetzt müssen wir aufpassen, was wir als r betrachten. Das r, der Ortspunkt selber, das ist jetzt zunächst mal ein festes r. Das heißt, wenn ich jetzt nach r ableite, bleibt in r Quadrat Sinus Theta das r stehen. Ich hätte an der Stelle ja auch Groß R wählen können, um genau diesen Punkt zu betrachten. Das heißt, was hier wegfällt, ist tatsächlich nur das dr, was ich gehe mal eine Folie zurück. Wir hatten ja hier r Quadrat Sinus Theta dr d Phi d Theta, und das dr, das fällt weg, aber dieses r, da hätte ich ja auch jetzt ein großes r schreiben können, das ist ein spezielles, das wird hier nicht mit abgeleitet, sodass wir hier als Oberflächenelement dann einfach bekommen r Quadrat Sinus Theta d Theta d Phi. Und wir haben auch ein Wegelement.
Und das Wegelement nennen wir es ds Quadrat. Ich schreibe jetzt Quadrat, damit ich die Wurzel nicht mitführen muss. Das wäre eben dx Quadrat plus dy Quadrat plus dz Quadrat. Und ja, wir haben dx, dy und dz eben hingeschrieben in Abhängigkeit von den anderen Koordinaten r, theta und phi. Das heißt, hier könnte man jetzt wieder lange rechnen. Und was dann rauskommt, ist dr Quadrat plus r Quadrat d theta zum Quadrat plus r Quadrat Sinus Quadrat theta Quadrat, Sinus Quadrat Theta, d Phi zum Quadrat. Und das ist ganz allgemein auch g mal dr Quadrat, d Theta Quadrat, d Phi Quadrat. Und hierbei ist g der metrische Tensor. Und allgemein für beliebige Koordinaten würde also gelten ds zum Quadrat gleich gij dxi dxj, wobei hier über doppeltstehende Indizes dann jeweils in unserem Fall von 1 bis 3 bei höherdimensionalen Systemen auch dann entsprechend der Dimension des Raumes summiert würde. Das gilt also ganz allgemein. Das heißt, hier kommen normalerweise auch gemischte Terme rein, die haben wir nicht. Und dass wir hier keine gemischten Terme haben, liegt einfach daran, dass g, also dieser metrische Tensor, definiert ist als g gleich jt mal j, also das Transponierte der Jacobi-Matrix mal die Jacobi-Matrix selber. Und in unserem Fall ist das eben 1, 0, 0, 0 r Quadrat 0 0 0 r Quadrat Sinus Quadrat Theta. Und die Tatsache, dass wir hier keine Nebendiagonalelemente, keine gemischten Terme reinbekommen in diesen Ausdruck, das liegt einfach daran, dass hier im metrischen Tensor die Nicht-Hauptdiagonalelemente verschwinden. Typischerweise rechnen Sie das nicht alles zu Fuß aus, sondern Sie finden das dann natürlich in der Formelsammlung, die Sie auch verwenden können. Wir haben nur festgestellt, dass Sie Probleme damit haben, den Stoff anzuwenden. Das liegt häufig daran, dass Sie auch nicht wissen, wo es herkommt. Deshalb hier, so ist das gemeint, dass Sie hier wirklich nochmal Gefühl dafür bekommen, wo es herkommt. Gut. Schauen wir jetzt etwas konkreter dahin, wie transformiert sich denn jetzt tatsächlich die Basis? Und dafür brauchen wir letztendlich eine Definition von Einheitsvektoren. Wir haben die bisher so mehr intuitiv verwendet. Wir müssen die jetzt auch mal definieren. Und das ist aber eigentlich nicht schwierig. Wir nehmen zwei Punkte. Zum einen sagen wir, naja, die Veränderung des Ortsvektors in der entsprechenden Koordinatenrichtung, das hat etwas mit dem Einheitsvektor zu tun. In Richtung der entsprechenden Koordinate.
Die Koordinate nenne ich jetzt mal allgemein UI. Das wäre also die ite Koordinate. Diese Veränderung des Einheitsvektors in Richtung dieser Koordinate, das wäre ja nichts anderes als dr nach dui. Das hat offensichtlich etwas mit dem Einheitsvektor zu tun, ist aber noch nicht normiert. Deshalb brauchen wir zweitens eben tatsächlich auch noch eine Normierung, weil es sollen Einheitsvektoren sein. Und wenn ich das beides zusammen jetzt betrachte, dann hätte ich eben eine Definition für den Einheitsvektor EI. Der ite Einheitsvektor ist dann also nichts anderes als die Veränderung des Ortsvektors in Richtung der Iten-Koordinate und das Ganze dividiert durch den Betrag eben dieser Größe. Das ist die Definition der Einlassvektoren. Ihr könnt es gerne für die kartesischen probieren. Da ist es ganz trivial und für die Koordinaten machen wir es direkt mal hier als Beispiel. Also für Q-Koordinaten, ich schreibe das nochmal hin, damit wir nicht so viel blättern müssen. X gleich R mal Sinus Theta Cosinus Phi, Y gleich R mal Sinus Theta Sinus Phi und Z gleich R mal Cosinus Theta und R. Der Ortsvektor ist ja dann x mal ex plus y mal ey plus z mal ez. Und brauchen wir nur die entsprechenden Ableitungen zu bilden. Also fangen wir mal an mit er. Das wäre ja jetzt nichts anderes als die Ableitung des Ortsvektors, der ja hier steht, nach den entsprechenden Koordinaten, in dem Fall nach R, weil wir die Erde anschauen. Und dafür müssen wir natürlich x, y und z entsprechend an diesen Stellen x, y und z einsetzen. Das heißt, wir fangen damit an, dass wir die Ableitung von x nach r brauchen. Das ist einfach. Das wäre also einfach Sinus Theta Cosinus Phi in Richtung ex. Ex ist einfach eine Konstante. Plus jetzt die Ableitung von y nach r. Das ist Sinus Theta Sinus Phi ey. Und in Z-Richtung hätten wir dann einfach plus Cosinus Theta. Und das EZ bleibt natürlich noch da stehen. Das Ganze müssen wir durch den Betrag des Ganzen dividieren. Und der Betrag ist aber in dem Falle einfach. Das Ganze ist schon normiert. Das sehen Sie sofort, wenn Sie das ausmultiplizieren wegen der Orthogonalität von E, X, Y und Z, bekommen Sie die gemischten Terme eben nicht. Die fallen raus. Das heißt, es bleibt hier nur das zum Quadrat plus das zum Quadrat plus das zum Quadrat. Bei den ersten beiden Quadraten haben wir ein Sinusquadrat plus Cosinusquadrat von Phi. Das ist 1, sodass hier einfach nur Sinus Theta Quadrat stehen bleibt. Und Sinus Theta Quadrat plus Cosinus Theta Quadrat ist auch 1. Das heißt, dieser Term ist einfach 1, sodass das schon fertig ist, so wie es hier steht. Das E Theta, das wäre entsprechend, müssen wir wieder Ableitungen da oben bilden. Ableitung von Sinus Theta ist Cosinus Theta, also R mal Cosinus Theta Cosinus Phi EX.
Ableitung von Sinus Theta ist minus Cosinus Theta. Quatsch, von Sinus Theta ist Cosinus Theta, also bleibt bei dem Plus, Entschuldigung, plus R mal Cosinus Theta Sinus Phi EY. Und hier kommt jetzt das Vorzeichen rein bei der dritten Komponente, weil die Ableitung von Cosinus Theta ist minus Sinus Theta. Also hätten wir hier minus R mal Sinus Theta EZ. Und das Ganze müssten wir wieder durch den Betrag des Ganzen teilen und hier diesem Fall ist der Betrag gleich R, wie Sie leicht sehen. Das heißt, hier würde einfach dann herauskommen Cosinus Theta Cosinus Phi EX plus Cosinus Theta Sinus Phi EY minus Sinus Theta EZ. Und machen wir den letzten noch. E Phi, das ist gleich minus R Sinus Theta Sinus Phi, das Minus eben von der Ableitung von dem Cosinus Phi, das Ganze in Richtung EX, plus R mal Sinus Theta Cosinus Phi in Richtung von EY und plus 0 mal EZ, das Ganze wieder durch den Betrag des Ganzen. Der Betrag des Ganzen ist in dem Fall R mal Sinus Theta, wie Sie leicht ablesen, sodass hier dann einfach rauskommt minus Sinus Phi EX plus Cosinus Phi EY. So, damit wissen wir jetzt, wie wir Koordinaten transformieren. Wir wissen auch, wie wir die Einheitsvektoren transformieren und damit können wir natürlich auch Vektorfelder transformieren. Wenn wir also ein Vektorfeld haben, A nenne ich es mal, also A gleich AX EX plus AY EY plus AZ EZ, dann ist das Vektorfeld ja unabhängig davon, welche Koordinaten, welches Koordinatensystem ich gewählt habe. Das heißt, es muss ein und das gleiche Vektorfeld sein, wenn ich es jetzt mit anderen Koordinaten ausdrücke. Das heißt, es muss gleich sein zu AR ER plus Aθ Eθ plus Aφ Eφ. Ja, und was man jetzt hier zu machen hätte, wäre einfach, dass man entsprechend die Größen einsetzt. Das heißt, Sie würden jetzt zum Beispiel ER, Eθ und Eφ, so wie wir sie gerade eben abgeleitet haben, einsetzen, ausdrücken durch die anderen Einheitsvektoren und dann einfach die Terme sortieren und einen Koeffizientenvergleich machen. Und dann steht sofort da, wie eben ihre Koordinaten in dem anderen System sich darstellen. Das ist also jetzt ein relativ trivialer Schritt. Kommen wir zum Thema partielle Ableitungen. Das ist ja auch interessant, wie sich die transformieren, weil die brauchen wir für die Differentialoperatoren. Und ja, da erinnern wir uns nochmal an die Jacobi-Matrix. Die Jacobi-Matrix ist ja gerade dx, y, z nach dr
Theta Phi, wenn ich zwischen den beiden Systemen entsprechend transformiere. Oder ich schreibe es auch nochmal hin, dx nach dr, dx nach d Theta, dx nach d Phi, dy nach dr, dy nach d Theta, dy nach d Phi, dz nach dr, dz nach d Theta, dz nach d Phi. Und ja, spätestens wenn man das so hinschreibt, können Sie sich auch leicht klar machen, dass folgende Beziehung gilt. Wenn ich den Vektor betrachte, den Zeilenvektor d nach dx, d nach dy, d nach dz und den mit der Jacobi-Matrix multipliziere, dann ist das gerade folgender Zeilenvektor d nach dr, d nach d theta, d nach d phi. Das heißt, wenn Sie die Jacobi-Matrix kennen, können Sie zwischen den Termen umrechnen. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt. D nach dr, d nach d theta, d nach d phi mal dem Inversen der Jacobi-Matrix ist dann also d nach dx, d nach dy, d nach dz. Das sieht man sofort, wenn man das ausmultipliziert. Und damit können wir jetzt natürlich auch den Nabla-Operator definieren. Der Nabla-Operator, das ist ja in kartesischen Koordinaten ex d nach dx plus ey d nach dy plus ez d nach dz. Und ja, jetzt wissen wir, wie wir die Einheitsvektoren transformieren. Wir wissen auch, wie wir die partiellen Ableitungen transformieren. Das müsste jetzt einfach nur eingesetzt werden. Und dann rechnen Sie wieder eine Zeit lang rum und bekommen dann folgenden Ausdruck, den Sie natürlich auch wieder direkt in der Formelsammlung finden könnten, nämlich dass das er d nach dr plus e theta 1 durch r d nach d theta plus e phi 1 durch r sinus theta d nach d phi ist. Und die Vorfaktoren, die hier stehen, ich wollte eigentlich nur zeigen, also die Vorfaktoren hier 1 durch r und 1 durch r sinus theta, die kommen Ihnen vielleicht auch noch bekannt vor, hier vom metrischen Tensor. Das ist hier natürlich kein Zufall. Das heißt, auf die Art und Weise hätten wir jetzt den Nabla-Operator ausgedrückt. Und wenn Sie den Nabla-Operator haben, dann haben Sie natürlich auch letztendlich den Divergenz-Operator, weil Divergenz A können wir ja auch schreiben als das Skalarprodukt des Nabla-Operators mit dem Feld selber. Sie hätten auch die Rotation von A, weil Sie das nämlich auch schreiben können als Nabla kreuz dem Feld selber. Das heißt, in dem Moment, wo Sie wissen, wie Sie diesen Differentialoperator transformieren, hätten Sie auch die Transformation für die Divergenz eines Vektorfeldes und die Rotation eines Vektorfeldes. Und natürlich können wir auch Laplace-Operator hinschreiben. Der Laplace-Operator, das ist einfach Nabla zum Quadrat. Gut, das soll jetzt erstmal als Wiederholung zu den Koordinatensystemen und den Koordinatentransformationen an der Stelle reichen. Ich hoffe, das war jetzt genug der Auffrischung. Das ist ja alles Stoff, den Sie in der Mathematik gelernt haben, den Sie dann auch in anderen Fächern schon
angewendet haben, der aber ganz offensichtlich wieder ein wenig, zumindest bei Einzelnen, ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Schauen Sie sich das nochmal an. Und für die konkrete Anwendung, Sie müssen das natürlich nicht jedes Mal herleiten. Sie dürfen eine Formelsammlung verwenden. Ich empfehle das Taschenbuch der Mathematik, den Bornstein, den Sie auch in der Bibliothek in ausreichenden Mengen vorfinden. Dort stehen natürlich die entsprechenden Formeln drin. Üben Sie auch jetzt schon, während Sie die Übungsaufgaben bearbeiten, ein wenig den Umgang mit der Formelsammlung, weil die Formelsammlung werden Sie dann auch in der Klausur verwenden dürfen. Und da ist es natürlich ein großer Zeitvorteil, wenn Sie sich vorher schon mal im Umgang mit der Formelsammlung geübt haben, wenn Sie wissen, welche Sachen stehen denn tatsächlich an welcher Stelle. Gut. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Bis demnächst.